Hier sind wir wieder zurück und wir gehen direkt wieder in den Schlosshof. Genau. Weil da hat Simon ja ein bisschen Ärger gemacht. Dann schauen wir mal, was jetzt hier alles abgeht, wann der Ball beginnt, etc., etc. Hier mit denen hat sie sich ja ein Wortgefecht gedingst. Ja, gutes Deutsch, Nudel. Sehr gutes What's Deutsch. the matter? Are you lost? This is my first time here as well. Sometimes I get lost. Hey, Therius. General, I'm sure one of the servants would guide you if you asked. And make me look like a fool? Certainly not. So you see, if you're seeking a guide, you might wish to look elsewhere. Sehr nett. That uncouth Huch, woman ja, brings her damn to geh aus that. der Bahn. Will mit Siren sprechen. Und immer schubse ich die Leute, das will ich gar nicht. Sprich mit mir. The city's nice enough, but the castle's filled with some right creeps. Gut. Jetzt haben wir mal ihre Meinung dazu gehört. Was ist hier? Militärflügel, okay. Schauen wir uns hier noch mal um. Wow, oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Ich denke, wir gehen mal zum Militärflügel, oder? Ja, machen wir das einfach mal. Hui, ab durchs Wasser. Militärflügel. Entry is forbidden to all but knights. Leave Ich will immediately. aber ein Ritter werden. Zählt das nicht? Naja, anscheinend nicht. Dann gehen wir einfach mal hier runter. Ne, Ritter? Ach, ist das schön hier. Mal sehen, wo uns das hier hinführt. Oh, großes Tor. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Was ist hier? This is known as the Forbidden Gate. It hasn't been opened in over a century. My family have guarded it for generations. You want to know what's behind it? Ja. That's a mystery. Nobody's been through the gate to find out. Interessant. Da würde ich ja gerne mal durchgehen. 100 Jahre ist es schon verschlossen. Das verbotene Tor. Wo muss ich denn jetzt hin eigentlich? Sagt die Karte. Wie war das nochmal mit der Karte? Nein, das war das Menü. Karte haben wir hier wohl nicht? Nö. Haben wir nicht. Dann. Ja, wohin mit uns? Vielleicht auf die andere Seite mal? Barbaric woman, raising her voice in the castle like that. Ja, ein bisschen. Das so ist halt die Siren. Man muss sich halt ein bisschen an sie gewöhnen. Was haben wir hier? Ist das Tor auch verboten? Schauen wir nach. Da, 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 da. Hallo. Was ist hier? Der spricht nicht mit uns. This gate leads to the cannons that protect us against attack from the sea. It's not open to the general public. Well, you've come this far. You can have this. Okay. Darf ich jetzt durch? This gate Nein. leads to the cannons Ja, that ja. protect us against attack from the sea. Okay. It's not open Aber ich to habe the jetzt general nicht mitge- public. Ja, halt da mal den Schnabel. Ich habe jetzt nicht mitgekriegt, was wir gekriegt haben. Irgendwas mit G war das. Gnomenkupfer vielleicht? Es heißt, Erdgeister verhütteten solche Kupferklumpen in geheimen Schmieden. Verbessert Ausrüstung bis zu 3. Ach so, okay. Gut. Ja, wo gehen wir jetzt nur hin? Vielleicht gehen wir einfach mal wieder zurück. Das ist im Moment auch die einzige Lösung, wie mir scheint. Barbaric Ja, woman. wir wissen, dass sie primitiv ist. So, zurück in die große Halle. Das hat sich ja voll gelohnt, hierher zu kommen. Mal sehen, ob sich was getan hat, ob der Ball endlich mal beginnt oder. Ah, ich will wissen, was hier los ist. So, was ist mit dir? Sirens flashed her fangs, eh? Ja. She excels at making trouble. By the way, I think Dagran's all done with the preparations. He should still be on the second floor.
near the top of the stairs. Im zweiten Obergeschoss, okay. Dann gehen wir doch mal hoch. Auf zu Daggerin. Zumindest flirtet Lowell nicht mehr. Da ist er. We finished sorting out the details. Are you ready, Zale? Och ja, machen wir mal. Right, time for work. Don't let me down. Nein, nein. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Lady Callista's engagement was to be celebrated with an extravagant ball. Nobles and aristocrats gathered from all over, not wishing to miss such an occasion. Kapitel 9. Schloss Lazulis. Der Ballsaal. Da ist wohl jemand müde. Zale, we're on duty. Shut your mouth. But there's almost nothing to do. Well, you better get used to it. This might not be a one-off. If we play our cards right, we'll be attending these events regularly. Na, das ist ja langweilig. Come on. Do you really believe that? Just pay attention. You don't want to embarrass yourself when the time comes. Okay. Ah, ich kann jetzt wieder laufen. If we can impress people now, then becoming knights might not be a fantasy. Please, Zale, this is important. Ja, ich mache ja schon. Ich schubs nur die Leute hier ein bisschen um. Hast du noch was zu sagen? Dann gehe ich jetzt. So. Hey, take a look. That's our boss, Count Harkonnen. Ja. Hier, Zed. Warte, mach doch. He was the previous Count's younger brother. Had no title of his own, but the previous count suddenly died some years ago. His daughter, Callista, should have succeeded him. But she's a woman, and at the time she was just a child. Mm-hmm. So that was when our boss stepped in to be the head of the family. That said, it's not all due to luck. He's got cunning and guile, too. In only a few years, he's expanded his family's power and influence significantly. And that man next to him is Lord Jural, heir to the house of Duke Rambolt. He's the man Lady Callista is going to marry. Ah. The House of Rambolt is famous for having imperial blood in its lineage. But it's a house on the decline. Lord Jural's marriage to the daughter of a mere count can only be a play for power. Mm-hmm. They can see that the House of Harkonnen is on the rise. Noch was? Hä? Noch was? Der Grin? Lords and ladies! Presenting... Lady Callista! Oh, wow. Look at her. Wo denn? Ach, da oben. Na, was sagt man denn dazu? Callista, your beauty knows no bounds. Sie ist nicht sehr begeistert, wie es scheint. So lovely. But compared to you, it is but a weed. Now, walk with me. Schmierlappen. Ich mag ihn jetzt schon nicht. Zale, look, isn't that... No doubt. It's Lisa. But that's a shock. It's like... She's a completely different person. Zale... Nobles are out of our league. All the more so with the Count's niece. Try and forget what happened last night. For both your sakes. Ach ja. Ich will nicht vergessen. Geht weg. Wo ist sie denn Look, jetzt da? There's something wrong with Lady Callista. Gucken wir doch mal. Was stimmt mit ihr nicht?
Was ist los? Where are you going, my muse? I must apologize, Lord Jurel. I feel somewhat woozy. Fall mir nicht um, Mädel. Wait, such a delicate flower, no doubt nervous. It is her first time at such a magnificent ball, you see. Ich würde sagen, wir folgen ihr einfach mal. Let me pass. I need to go outside. What are you yapping on about? Get back to your post. Oh boy. Ach, Mann. Hey. He said he needed to go outside, didn't he? There was a change to the roster. Weren't you paying attention? I have heard nothing of the sort. That's odd. Look, come with me and we'll go and sort this out. I cannot leave my position unguarded. Well said. Zael, new orders. Guard this spot until we get back. Ach ja, die Ritter hier oder die Wachposten scheinen nicht sehr intelligent zu sein. Wir gehen also einfach mal durch. Den kümmert das ja eh nicht. Also raus hier. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Wo ist denn Callista? Wo ist Lisa? Da. Lisa. Sorry, I mean Lady Callista, right? Zael. Why are you here? Yeah, my fault for not mentioning it earlier. Wait, where are my manners? My services have been contracted by the Count. As a hired guard, milady. You're a mercenary? Then it seems we were both hiding something. I suppose we're even. And please, don't talk to me in such a formal way. But, milady... It's okay. Nobody's listening. You have my special permission. Da freut sich. I am truly grateful for your kind words, milady. But seriously, you're the Count's niece? I gotta say, I was surprised. But it does explain a bit about last night. Was I that strange? Ein wenig, ja. I just thought a smelly ogre had disguised himself as a human. What do you mean, himself? Say, Callista, are you okay? You look like you were gonna cry. Sie ist wohl nicht glücklich mit der ganzen Verlobungsgeschichte mit diesem What? Typen. If you don't want to get married, you should just refuse the offer. But my uncle would never allow it. He aims to put Jurel in a position of power within the Empire, then use his influence from behind the scenes. And he's willing to do absolutely anything to achieve that goal. Anything. When my father passed away, my uncle inherited his title and land. This place changed a lot after that. All who opposed my uncle disappeared. Issues which were discussed openly started to be resolved in secret, behind closed doors. People started dying under mysterious circumstances. Sometimes I even wonder about my father's sudden passing. But if I oppose my uncle, I dread to think what will happen to everyone. I don't have a choice.